Hallo, Hallöchen, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich möchte hier mal Crackle-Effekt versuchen. Ich habe mir schon Resin angemischt, diesmal ein ziemlich wässriges, dünnflüssiges, das Deepon B20. Es ist auch schon schön warm geworden, das steht vielleicht so 15 Minuten. Dazu mische ich mir jetzt etwas mit Alkoholink, färbe das ein bisschen ein. Und das andere mische ich mit Pulver. Etwas Klares lasse ich noch übrig. Ich nehme hier mal Elderberry, das ist so ein lila Ton. Das mische ich mir hier rein. Wie viel gebe ich da rein? 1, 2, 3, 10, ungefähr 10 Tropfen. Das könnt ihr euch mischen, wie ihr möchtet, ob ihr es kräftiger möchtet oder etwas blasser. Einfach gut rühren. Ist wirklich schon schön warm geworden in dem Becher. Ja, das ist trotzdem noch ziemlich transparent. Und dann brauche ich noch das Pigmentpulver. Da nehme ich mir Interference Champagne. Das ist so, sieht edel aus, hat so einen schönen Glanz. Gefällt mir wirklich gut. Wie viel nehmen wir denn da? Wie viel nehmen wir denn da? Weiß nicht. Ich habe mit dem dünnflüssigen Harz noch nicht so richtig die Erfahrung, wie viel ich das reinmischen kann. Ich gebe mal ein bisschen rein. Das wird mir sonst vielleicht. Es ist halt schwer, das ploppt dann vielleicht. Keine Ahnung, mit diesem Effekt habe ich noch nicht so die Erfahrung. Ich mische das gut zusammen. Oh, es ist ein schöner Farbton. Muss man jetzt gut verrühren. Bin ich ja mal gespannt, was das gibt. Da bin ich wirklich gespannt. Okay. Also. Kurz mit dem Föhn rein. Einmal noch kurz rühren. Okay, das war's. Jetzt ist es gleich passiert. Schauen wir mal, ob es was wird. So, also, dazu gieße ich jetzt das Lila rein. Mal gut in meine zwei Formen verteilen. Okay, und jetzt hier außen rum das Champagner. Hier auch. Ist nicht gewohnt, dass ich so ruhig bin. Hochkonzentriert, das nervt mich, dass ich den blöden Effekt nicht hinbekomme. Ich habe noch viel übrig. Gebe ich hier ganz dünn noch durch, noch so drüber. Hier auch. Ganz dünn. So. Jetzt heißt es föhnen. Muss jetzt erstmal meine Handschuhe ab. Wischen, die sind ein bisschen verschmiert und klebrig. Also auf jeden Fall
Vom Farbton her sieht das ja schon mal mega cool aus. Und das vielleicht mal ein bisschen größer. Bisschen größer. Ja. Also, dann föhne ich jetzt mal. So, ich habe das jetzt hier mal stehen lassen. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit hier kleine, nach dem gleichen System hier angerührt. Ich habe noch einen Rest gehabt. Da habe ich auch das Lila rein und dann das Pigmentpulvergemisch rein. Klares Harz und dann nochmal das mit dem Pulver spiralförmig ringsrum. Jetzt gebe jetzt gebe ich hier noch ein paar Goldflakes rein. Ich finde, es sieht voll edel aus. Es schimmert ganz, ganz toll. Genau, ein bisschen noch Gold in der Mitte. Sieht so orientalisch aus, finde ich. Es hat echt was Orientalisches. Dann die drücke die Flakes noch ein bisschen in die Mitte rein. Okay. Beim kleinen Arbeit ist es natürlich viel schneller. Schauen wir mal, ob es was wird. Sieht auf jeden Fall bis jetzt mega aus. Ich glaube nur die Flakes, die hängen mir so am Boden unten. Ich weiß es nicht. So, ich bin noch am Überlegen, ob ich jetzt hier oben noch bisschen Drehung reinbringen soll. Weil da habe ich jetzt gedreht, aber ich glaube, ich lasse das oben. Ich lasse einfach stehen, wie es ist. Ich habe das dünne Harz genommen, muss erstmal schauen, ob das überhaupt was wird. Hier gehe ich nochmal kurz mit Feuer drüber. Okay, also dann lasse ich das Ganze jetzt mal stehen. Ich denke mal 24 Stunden. Da ist mir ein Fleck reingeflogen. Ja, hier habe ich meine Reste aufgebraucht. Mal schauen, das war vom anderen Video. Ich muss mal gucken, ob das was wird, wie das sich entwickelt. Also das ist hier was anderes. Diese sind gleich wieder. Das sieht voll Gold aus. Das sieht echt cool aus. Es arbeitet sich Richtung Mitte. Das ist immer faszinierend. Ja, also ich bin mega gespannt, wie es rauskommt. Muss leider bis morgen warten. Schneller geht es leider nicht. Aber auf jeden Fall hat es was. Also bin schon mal begeistert. Gefällt mir bis jetzt. Dann müssen wir halt abwarten. Wie immer bis zum fröhlichen Ausformen. Genau, also drückt mir bitte feste die Daumen, dass es was wird. Und das wäre ja hier, das wären ja mega coole Schlüsselanhänger. Das wird wirklich, also wenn die Farbe so rauskommt, wie ich mir das jetzt vorstelle, das Lila mit dem, jetzt hat sich so als Gold entwickelt, das Champagnerfarbige. Richtig edel. Weiß gar nicht, ob man es hier so auf dem Bild so sieht. Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall bin ich total begeistert. Nur jetzt mal von der Farbe. Wie sich der Effekt entwickelt. Ich habe nichts getrunken, nein. Wie sich der Effekt entwickelt, weiß ich noch nicht.
um sie mich auch überraschen lassen. Aber ich hoffe so sehr, dass es funktioniert. Und dann weiß ich ja, dass man das nur mit dem dünnflüssigen Harz hinbekommt. Ja, das ist ja schon meine Vermutung. Wahrscheinlich habe ich da auch recht. Genau. Und ja. Lassen wir uns überraschen. Dann müssen wir es einfach wieder abwarten. Bis zum fröhlichen Ausformen. Also bleibt geduldig. Muss ich auch sein. Bis dann. Ciao mal. So, willkommen zum Ausformen. Bin mega gespannt, wie meine Schätzchen rauskommen. So. Von hinten sieht es ja schon mal ganz gut aus. Das Lila mit dem Champagnerfarben, das sieht richtig edel aus. Seitlich. Kante nimmt es mir gar nicht so. Ne? Cool. Warum ist das hier jetzt nichts geworden? Warum hat sie das so verschoben? Vom Effekt her. Sieht schon cool aus. Sehr goldlastig, sag ich mal. Sind auch richtig dick geworden, die Untersetzer. Auch cool. Aber warum ist das hier so schräg? Verstehe ich nicht ganz. Aber Lila mit dem Champagnerfarbton sieht auf jeden Fall edel aus. Wahrscheinlich war mein Tisch nicht genau in der Waage. Ich habe jetzt hier noch die kleinen Schätzchen gemacht. Ah ja, das ist schön gekrackelt. Cool. Und die glänzen auch ganz anders. Seht ihr das? Also die Form macht schon viel aus. Hier und hier. Also da muss ich nochmal domen. Die kleinen sind super so. Ja, crackle, crackle. Das gefällt mir. Ach, da bin ich froh. Auch die Rückseite sieht schön aus. Vorne. Crackle, ja. Also Pigmentpulver und Alkoholinks ergeben so einen Effekt. Mega. Mega. Mir gefällt es sehr gut. Super. Also. Dann werden wahrscheinlich noch mehrere Folgen. Werde ich noch verschiedene Farbtöne ausprobieren. Macht mega viel Spaß. Geht eigentlich recht schnell. Diese Punkte, ich glaube, das ist das Pulver, das sich nicht richtig aufgelöst hat. Aber es ist sowieso Spritzer. Ich finde, das hat hier was. Finde ich gar nicht schlecht. Gefällt mir. Genau. Also gut. Das war's mal für den Moment. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Nachmachen, beim Crackeln. Hat auf jeden Fall funktioniert, wenn es auch nicht optimal war. Aber mir ging es einfach mal darum, ob es klappt. Und ich werde weiter am Ball bleiben. Und wie gesagt, mit dem Lila und dem Champagner ist es wirklich echt edel. Da mache ich Schlüsselanhänger draus. Gute Größe. Sehr schön. Also gut, dann wünsche ich euch auch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachmachen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen, über einen Kommentar oder über ein Abo. Genau. Also dann bleibt mal gesund und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss.